Hallo und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu. Ja, heute haben wir Lagerschuppen, die wir uns mal ganz kurz mal angucken. Wir haben da wirklich verschiedene Varianten bzw. verschiedene Ausführungen, die wir uns daneben halt dann nutzen könnten. So, und zwar ist in diesem Lagerschuppen laut Angaben des Modders enthält das Paket 10 Paletten und Beinlager in unterschiedlichen Ausführungen. Er schreibt sogar, oder die schreiben sogar optional mit Solardach. Da kostet dann die Halle 95.000 oder eben halt dann mit für 32.000 Euro. Alle mit automatischer Beleuchtung. Also das heißt, ne, wir haben Dämmerungsaktivität mit dabei. So, wir hätten einerseits, habe ich mir jetzt erstmal hingestellt, diese zwei. Das ist einfach nur eine Überdachung, wo wir eben halt die Paletten lagern könnten. Hier haben wir jetzt wiederum einen Vorteil. Hier können wir einmal kurz durchgehen und gucken, was wir alles hier drin stehen haben zum Beispiel. Und ja, hier vorne können wir dann eben unsere Paletten oder unsere Beilen hereingeben und hier eben halt dann wieder herausgeben. Ja, haben wir hier jetzt beide als, ich sag mal, Schleppdächer. Dann hätten wir hier drüben nochmal die Option, so wie man es kennt, eben halt dann, aber auch selbst hier können wir jetzt zum Beispiel reingehen. Dann gibt es dann noch eine Option, die ist komplett zu, da ist dann nur eine Tür offen. Ja, und hier können wir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, hier können wir jetzt zum Beispiel auch unsere Ballen oder eben halt unsere Paletten zwischenlagern. Aber wir gucken uns das nochmal kurz an in unserem Kaufmenü, in die Rubrik bei Sonstiges und bei Bauen. So. Da hätten wir jetzt zum Beispiel hier einmal Paletten und Ballenlager für 47.000. Ne, mit, also man sieht schon, mit der Solaranlage oben drauf kostet uns das dann, ne, 16.000 ohne und 42 mit. Hier unten die beiden haben wir eben halt auch für 47.500 und eben halt dann für 16.000. Dazu gehen wir jetzt aber einmal in unsere Silos rein und da hätten wir jetzt zum Beispiel wirklich hier für 95.000 hätten wir jetzt einmal hier mit Schleppdach Beinlager 250 Stück können wir einlagern, Beilen und auch Paletten, also insgesamt 250, haben aber dann eine Einnahme von 5.280 im Monat eben halt durch die Solaranlage obendrauf. Dann hätten wir das nochmal als normale Variante, wie man sieht hier für 32. Dann hätten wir wieder für 95 mit Solar. Dann wieder für 32 ohne Solar. Dann hätten wir hier mit eben halt dann weißen Blechwänden, kostet uns ebenfalls 95.000 und wieder einmal die Variante ohne. Dann hätten wir hier mit Steinfassade mit dabei. So. Das ist jetzt zum Beispiel diese Variante nur mit so einer kleinen Tür mit dabei, wo wir eben halt dann auch unsere Beilen eben halt dann einlagern können. Und wie man sieht, die monatliche Einnahme ist immer dieselbe bei 5.280, wenn wir die Solarpanels nehmen. Dann hätten wir das nochmal einmal ohne. Und auch da hätten wir dann eben halt dann statt jetzt mit einer braunen, ne, mit einer gemauerten Fassade, hätten wir dann noch eben halt eine weiße Fassade. Und auch hier haben wir Solar einmal, können wir nutzen, und einmal ohne Solar. So, aber dann schätzen wir uns das auch mal kurz dahin. So, wo ist er? Hier. So, und somit wären dann jetzt alle Varianten quasi gesehen mal kurz da. Einmal die, wo eben halt die Fläche vorne, die Stirnseite offen ist. Dann einmal das mit Schleppdach-Variante. Und einmal, wo dann hier jetzt nur so eine Ecke hier ist. Ja, wie man sieht, kann man hier dann eben halt dann auch eben die 250 Paletten oder eben halt dann Beilen einlagern. Ja, mehr gibt es erstmal hierzu nicht zu sagen. Außer wir schauen uns mal kurz die Lok an. Und die Lok scheint in der Hinsicht fehlerfrei zu sein. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. im Einzelspiel mir angeschaut, wie es auf dem Dedi-Server sich verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod findet ihr bei ModHub, gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S.
Und haut es auch gerne in die Kommentare. Aufgrund, dass wir schon so viele Lagerschuppen schon mal hatten, beziehungsweise oder auch rausgekommen sind, welches von diesen Lagerungssystemen wäre interessant für euch? Oder ja, was man sich dann eben halt dann holen würde. Wie gesagt, in diesem Paket sind eben halt dann 10 Lager enthalten in unterschiedlichen Ausführungen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.